Inmitten der Kärntner Nockberge steht in Bad Kleinkirchheim Kärntens einziges 5-Stern-Superior-Haus. Im Therme- und Spa-Ressort das Ronacher dreht sich alles um die Kur. Im Mittelpunkt aller Anwendungen steht das magische Heilwasser aus den Nockbergen. Chefin des Hauses ist heute Simone Ronacher, die als Tochter unserer Vilsmoser Weltköchin Johanna Meyer geboren wurde, in Salzburg-Anif schon ein Hotel geführt hatte, bevor sie dann den Bad Kleinkirchheimer Markus Ronacher geehelicht hat. Mein Mann und ich, wir waren auf Hochzeitsreise in Thailand und ich habe das so geliebt beim Heimfahren, habe ich gesagt, dieses Essen finde ich so toll. Ich finde diese thailändische Massage so toll und das gab es aber in Österreich noch nicht. Dann habe ich gesagt, okay, wir schauen, dass wir thailändische Masseure zu uns bekommen. Ist uns auch gelungen, mit Hilfe des Königshauses. Prinz Mom Luang Devakul hat uns geholfen, weil er unser Hotelgast ist, dass wir da wirklich tolle Therapeuten bekommen. Und mittlerweile haben wir 3 Therapeuten beschäftigt. Mr. Somporn ist jetzt mittlerweile 15 Jahre bei uns und ist schon richtiger Kärntner geworden. Der Amethyst entzieht die Energie, die überschüssig ist. Wenn ich zum Beispiel einen Gast sehe, der vielleicht mit einem hochroten Kopf in der Lobby irgendwo telefoniert, dann weiß ich, okay, für den wäre die Amethystengrotte jetzt vielleicht ein Genuss. Ja? Auf der anderen Seite, wenn ich Gäste habe, die sehr müde sind, die sagen, sie haben schlecht geschlafen, die brauchen Energie, die schicke ich dann in den Waldraum. Und da sollte man sich hinsetzen, wenn man sehr müde ist oder niedrigen Blutdruck hat. Dann ist das richtige Platz für den Gast. Hilton hat schon gesagt, das Wichtigste an Hotel ist Standort, Standort, Standort und Standort. In Ischgl ist Party und in Kleinkirchheim ist halt Entspannung. Bekannt war es Bad Kleinkirchheim über die Therme. Das Wasser ist für unseren Zeitgeist auch so interessant, weil die Unruhe der heutigen Menschen sehr, sehr hoch ist. Wir haben viele, die Ruhe und Entspannung suchen. Und gerade dieses sehr weiche Wasser ist unglaublich angenehm. Also das Wasser versickert in den Nockbergen. Das Interessante bei den Nockbergen ist die Mischung der Gesteinsformen. Die Nockberge bestehen aus Urgestein, aus Gneis, Granite, Schiefer. Die Forschung ist der Meinung, dass das Wasser versickert und 3000 Jahre später kommt sie herauf. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Thermalwasser ist da unten? Ne? Das ist eine spannende Frage. Kann keiner beurteilen. Die Geomantie ist ja das Feng Shui des Westens. Nicht? Und wenn wir einen Berg erklimmen, wieso fühlen wir uns auf dem Berg oben so wohl? Wieso ist das so klasse da oben? Nicht? Ist, weil von den Tälern die Energie hinauffließt. Und alle heiligen Berge, die man sich weltweit anschaut, das sind meistens irgendwelche Spitzberge, die in der Mitte stehen und von allen Seiten die Energie hinaufgeht. Wenn man da oben ist, fühlt man sich einfach gut. Und wir haben uns viel mit diesen Dingen beschäftigt, aber wir sagen kein, wir sind ein geomantisches Feng Shui Hudi Wudi Hotel, sondern wir versuchen die Dinge einfach so, wie man es früher gemacht hat. Die Geomantie hat man im Mittelalter ganz stark in Europa eingesetzt. Man hat nur viele dieser Dinge eigentlich vergessen. Und wir verwenden das. Man muss ein bisschen dran glauben, klar. Aber wenn es hilft, wieso nicht? Womit wir beim Schamanen wären. Die Rassel hilft im Grunde nur, den Gast an Rhythmus zu halten. Sonst würde er mal kollabieren da rein. Sagen wir so. Wir alle sind im Grunde Flachatmer. Wir atmen alle nur in die Brust. Das würde bedeuten, oder das heißt ganz vereinfacht gesagt, wir sind alles gestresste Hampelmänner. Wir laufen durch die Gegend, atmen nur bis daher. Wenn wir anfangen, in die Tiefe zu atmen, in unseren Bauch, dann kommen Emotionen, Gefühle, weil Atemübungen dem Gesamtsystem einen Push geben, wieder in Schwung bringen. Und wenn du das Gesamtsystem in Schwung bringst, kommt da oben das Kopfkino. Das Kopfkino heißt dann, ich mag, ich will oder ich will nicht. Was auch immer da oben passiert, hat jeder sein eigenes Kino da oben. Ist es mit der Rassel wichtig, wenn man damit arbeitet, atmen die Menschen viel mehr aus. Es ist so,
Das heißt, da geht die ganze Luft aus dem System raus. Das heißt, auch Sorgen, Ängste, Druck. Und in Kombination mit der Hitze sehen Sie danach einfach, es gibt diese Art Tiefenentspannung. Aber da gibt es noch ein paar Levels drunter. Das ist wirklich was Besonderes. Der Kakao, der wurde von Aschaninka-Familien aus Peru in einer Rezeptur von, die schon mindestens 3.500 Jahre alt ist, zubereitet. Und es wurde ausschließlich von Frauen auf einer heißen Steinplatte zu einer Paste verarbeitet. Wenn dieser Prozess stimmt, dann hat der Kakao über 1300 verschiedene Inhaltsstoffe drinnen. Das Gute daran ist, dass er die Venen zum Herzen öffnet und dadurch einfach viel mehr Blut durchs Herz fließt, auf physischer Ebene jetzt gesehen. Auch die Ungläubigen, wenn man so will, die sagen, okay, ich glaube an das nicht. Bei denen sehe ich am meisten, dass die dann noch rausgehen und sagen, boah, das war jetzt einfach nur super, keine Ahnung warum. Ursprünglich komme ich aus Salzburg. Dann bin ich aufgrund Scheidungskind und so weiter mit meinen Eltern mehr oder weniger nach Kärnten gekommen. Dann hat mich die Liebe dazu gebracht, dass ich eigentlich in Kärnten geblieben bin. War dann 10 Jahre lang Manager, Management für 200 Mitarbeiter. Ich habe 200 Mitarbeiter vorher gehabt, die alle ziemlich gestresst und Burnout und verschiedene Probleme gehabt haben. Und ich bin auf dem Weg dann drauf gekommen, das ist definitiv nicht meiner. Und das Leben hat mich halt dann dazu gebracht, dass ich irgendwie zu indigenen Völkern gekommen bin. Und hab dann dort anfangen dürfen zu lernen. Und das, was ich dort gelernt habe, hat definitiv mein Leben verändert. Und wir bedanken uns bei uns selber, bei unserer Seele. Ich danke euch für euer Vertrauen. Danke. Aha. 90%, warum ich da bin, ist das Wasser. Weil jetzt habe ich zwar meinen Kakao, das mag alles nett und gut sein, aber die Medizin da in den Nockbergen ist dieses Wasser. Und bei den ganzen vielen Reisen, die ich eigentlich schon gemacht habe, wie viel Plastikzeug überall herumliegt, wie verdreckt unser Planeten ist und wie wenig Wertschätzung man eigentlich hat für das, was man hat, ist dieses Wasser hier echt was Besonderes. Das tut meiner Seele einfach gut. Schon im Mittelalter war die Therme von Bad Kleinkirchheim als Heilquelle bekannt. Das Ronacher Therme- und Spa-Ressort hieß früher auch der Badwirt und wird von unterirdischen Thermalquellen aus den Nockbergen gespeist. Markus Ronacher hat 1991 das Ronacher und das zweite Hotel der Familie, die Post, von seinen Eltern Günther und Helga übernommen. Im Familienbesitz ist das Ronacher seit 1908. Es war an sich eine große Familie, aber im Zweiten Weltkrieg sind dann die Männer gefallen und die Familie ist sehr klein zusammengeschrumpft. Und dann waren die Damen bei uns immer sehr bestimmend. Zuerst meine Urgroßmutter, dann meine Großmutter haben auch sehr lange das Ronacher geführt. Weil jeder, der verheiratet ist, weiß, dass im Endeffekt die Damen die Welt entscheiden. Verheiratet ist er mit Simone Ronacher, die auch die Chefin im Hotel ist. Das 5-Stern-Superior-Haus ist als Wellness-Oase vielfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Und sogar die Halbpension hat 2 Hauben. Aber das Beste am Ronacher, der Service. Mir zum Beispiel ist nicht so wichtig, ob der von rechts oder von links serviert. Für mich ist wichtig, dass der lächeln kann, dass der Freude hat an seinem Beruf. Ja. Eine gewisse Kompetenz gehört natürlich dazu, das ist ganz klar. Aber mir ist wichtig, dass die Gäste und die Mitarbeiter ein gutes Miteinander haben. Und bei mir darf auch jeder Mitarbeiter ein bisschen sein, wie er ist. Wir wollen die nicht uniformieren. Ich will, dass meine Lea, die oben strahlt, die Gäste so begrüßt, wie halt ihre südamerikanische entzückende Weise ist.
Und ich sage immer zu meinen Mädchen, zum Beispiel oben am Welcome, ihr seid oben die Gastgeber. Ich komme aus Brasilien. Eigentlich habe ich als Zimmermädchen gearbeitet vorher. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht Rezeption wäre besser für mich. Einfach diese Kultur austauschen, das ist für mich perfekt. Mein erster Winter war wunderschön. Für mich war traumhaft. Schnee und Berge haben wir überhaupt nicht in Brasilien. Und das war für mich Traum, ein Traum. Wirklich, nur Skifahren kann ich noch nicht. Leider. Kärnten ist ja das älteste Herzogtum Österreichs gewesen. Bevor Kärnten zum Habsburgerreich gekommen ist, war ja Kärnten mit Krain, mit einem Teil von Slowenien, ein gemeinsames Herzogtum, das heißt Karantanien. Und Karantanien heißt eigentlich das Land der Freunde. Also, wieso das Land der Freunde? Es war eine Mischkultur und man hat unterschiedliche Kulturen freundlich begrüßt. Nicht? Wenn man sonst das, weiß nicht, das von einem Land ins andere früher gefahren ist, ist man eher nicht so wohl aufgenommen worden, wenn man eine andere Sprache gesprochen hat. Aber die Namen, Ortsnamen, gibt es nach wie vor. Gestern waren wir auf einem Berg oben, da heißt einer Brietröf. Brietröf, das ist ein ganz alter Name aus dem Keltischen. Das hat man dann im Slawischen gesucht, aber da hat man auch nichts gefunden. Hier vorne gibt es eine Ortschaft, die heißt Tirkitzen. Und Tirkitzen ist ein altslawisches Wort für Kirchheim, also Bartlenkirchheim, Kirchheim, Tirkitzen. Und wir haben natürlich durch den südlichen Einfluss, ich würde sagen, eine Spur mehr Lebensfreude als andere alpine Völkchen.